In diesem Video häkeln wir ein paar Schuhe für 38 cm große klassische Sammy-Puppen. Häkle eine Luftmaschenkette mit 9 Luftmaschen plus eine Hebeluftmasche, also 10 Luftmaschen. Ich empfehle meine Häkeln-Lernen für Anfänger-Videoserie, falls du neu bist mit dem Häkeln. Jetzt fangen wir erstmal an mit einer Anfangsschlaufe und dann nehmen wir das Garn auf mit der Häkelnadel und häkeln 10 Luftmaschen. Und dann haben wir es geschafft. Und dann in der ersten Runde beginnen wir in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel entfernt und häkeln 8 halbe Stäbchen. Also jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und wenn wir dann unser 8. halbe Stäbchen hier gehäkelt haben und 8, dann werden wir jetzt 6 halbe Stäbchen in die nächste Masche häkeln. Also alle 6 Stäbchen in dieselbe Masche. Und Nummer 6. Und dann können wir jetzt an dem Faden hier ziehen und die Masche wieder enger machen. Das hat sich alles ein bisschen gedehnt. Und dann werden wir jetzt jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen häkeln. Und nun häkeln wir 5 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Und dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. Und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und vorher können wir dann noch das Bändelchen hier abschneiden. Das haben wir ja mit eingearbeitet in die Schuhsohle jetzt. Und jetzt können wir es abschneiden. Jetzt beginnen wir mit einer Hebeluftmasche und machen dann wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen.
Anschließend häkeln wir dann jeweils zwei halbe Stäbchen in die nächsten sechs Maschen. Also jeweils zwei halbe Stäbchen in dieselbe Masche, sechsmal. Und 5 und 6 und anschließend häkeln wir dann jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und jetzt häkeln wir jeweils zwei halbe Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Und dann beenden wir die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und dann machen wir wieder halbe Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. Und anschließend häkeln wir zwei halbe Stäbchen in die nächste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach. Und das wiederholen wir auch sechsmal. Also zwei halbe Stäbchen in die erste Masche, und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach. Zwei halbe Stäbchen, ein halbes Stäbchen, zwei halbe Stäbchen, ein halbes Stäbchen. Und das wiederholen wir sechsmal. Und das sechste Mal. Und anschließend häkeln wir jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 8 Maschen.
Und anschließend häkeln wir dann 2 halbe Stäbchen in die erste und ein halbes Stäbchen in die zweite Masche und wiederholen das 5-mal. 2 halbe Stäbchen und ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. 2 halbe Stäbchen in die erste und ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. 5-mal. Und dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und jetzt werden wir nur in die hinteren Schlingen der Runde häkeln, und zwar feste Maschen. Und dazu kann man eben einfach nur die hintere Schlinge nehmen. Ich nehme dann auch immer noch eine Schlinge von der vorherigen Reihe, damit ich doch wieder 2 Schlingen habe hier und das Ganze ein bisschen stabiler wird. Aber du kannst auch einfach nur in die hintere Schlinge häkeln, je nachdem, was dir am besten gefällt. Ich habe es so gelernt und ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang so machen. Und dann werde ich jetzt auch gleich hier das Bild etwas beschleunigen und dann bis zum Ende vorspringen, weil das ja das gleiche ist hier. Also feste Maschen in die hintere Schlinge der Masche, beziehungsweise die hintere Schlinge und eine der Schlingen der vorherigen Reihe. Je nachdem, was du bevorzugst. Und dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Bis zum Ende der Runde gleich. Und hier sind wir dann auch gleich am Ende der Runde angelangt. Machen immer noch unsere festen Maschen in die hinteren Schlingen der Maschen, damit wir die Richtung unserer Häkelarbeit verändern und jetzt die Seiten des Schuhs häkeln und nicht mehr die Schuhsohle. Und dann beenden wir die Reihe mit einer Kettmasche und beginnen die nächste mit einer Hebeluftmasche. Und diese Reihe ist jetzt schön einfach. Da häkeln wir einfach halbe Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und dann machen wir auch hier dann gleich wieder einen Sprung zum Ende der Reihe, weil das ja schön einfach ist und immer das gleiche ist. Ein halbes Stäbchen pro Masche. Hier sind wir dann auch wieder am Ende der Runde angelangt und können unsere Kettmasche machen, um die Runde zu schließen. Und die nächste Reihe machen wir ganz genauso. Also wir beginnen mit einer Hebeluftmasche und machen dann ein halbes Stäbchen in jede Masche der Runde. Damit machen wir die Wände ein bisschen höher, die Seiten, die Schuhseiten ein bisschen höher, damit das Füßchen, das Puppenfüßchen nachher gut hineinpasst. Und da sind wir dann auch schon wieder am Ende der Runde
und machen unsere Kettmasche. In der nächsten Runde wird es ein bisschen interessant. Da beginnen wir auch wieder mit unserer Hebeluftmasche. Und jetzt machen wir jeweils eine feste Masche in die nächsten 7 Maschen. Drei, vier, fünf, sechs und 7. Und anschließend häkeln wir ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und dann werden wir jeweils 2 Maschen zusammen abmaschen. Und zwar mit einem ganzen Stäbchen. Wir werden 2 ganze Stäbchen zusammen abmaschen. Und zwar machen wir das 9-mal. 2 Stäbchen zusammen abmaschen. Wenn du das noch nicht gemacht hast oder noch mal ein bisschen Übung brauchst, kannst du dir ja meine Häkellernen für Anfänger-Serie noch mal anschauen. Die ist unter diesem Video verlinkt. Da ist es ganz genau und ein bisschen langsamer und im Detail gezeigt. Und das wiederholen wir jetzt 9-mal, damit sich eine schöne Schuhspitze für die Puppenfüßchen bildet. Und anschließend häkeln wir dann wieder ein halbes Stäbchen und dann 7 feste Maschen, also eine feste Masche in die nächsten 7 Maschen. Und 7. Und für den Rest der Runde häkeln wir dann ein halbes Stäbchen in jede Masche, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Reihe angelangt und machen unsere Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und dann machen wir einfach feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und manchmal muss ich dann auch nochmal wieder neu anfangen mit der Masche hier. Also feste Maschen in jede Masche der Reihe rundherum. Es ist wieder eine schöne, entspannende Runde, wo man nicht so viel nachdenken muss, nicht so viel zählen muss. Und da werde ich dann auch wieder einen kleinen Sprung machen bis zum Ende der Runde, weil das ja immer das Gleiche ist hier rundherum.
Und dann haben wir es auch schon fast wieder geschafft und können unsere Kettmasche machen. Und in der nächsten Runde häkeln wir dann die Bändelchen zum Zusammenbinden des Schuhs. Jetzt machen wir 35 Luftmaschen und anschließend werden wir dann an der Luftmaschenkette herunterhäkeln mit Kettmaschen und dann machen wir unser Bändelchen so. Und jetzt können wir anfangen mit den Kettenmaschen, uns wieder herunter zu häkeln an der Kette entlang bis zur oberen Schuhkante. Und am Anfang ist es ein bisschen schwierig, bis man dann so ein kleines Zipfelchen hat, das man festhalten kann beim Herunterhäkeln. Und da werde ich jetzt auch gleich wieder ein bisschen beschleunigen und einen kleinen Sprung machen, bis wir dann unten wieder an der Kante angelangt sind. Da haben wir es dann auch schon fast wieder geschafft. Und nun werden wir jeweils eine Kettmasche in die nächsten 25 Maschen häkeln, bis es dann wieder an der Zeit ist, unser nächstes Bändelchen zu häkeln. Und dann sind wir auch schon angelangt hier mit Nummer 25. Dann schaue ich nochmal, ob alles schön symmetrisch ist, ob es auch wirklich an der Zeit ist, schon unsere Luftmaschen zu machen. Und ja, jetzt machen wir 35 Luftmaschen in unsere Luftmaschenkette. Das mache ich mal alles schön schnell hier. Und anschließend häkeln wir dann wieder herunter zur Schuhkante. Und dann haben wir unser Schuhchen auch schon fast fertig. Und das Ganze wiederholen wir dann natürlich nochmal für das zweite Schuhchen. Und man könnte natürlich noch kleine Verzierungen machen auf das Schuhchen. Aber irgendwie mag ich die Schuhchen auch gerne, wenn sie ein bisschen einfacher sind. Und dann sind wir auch schon wieder fast unten angelangt mit unseren Kettmaschen. Und wenn wir dann wieder an der Schuhkante angelangt sind, häkeln wir einfach Kettmaschen bis zum Ende der Runde. Und dann können wir auch schon das Garn abschneiden und alles schön vernähen. Manchmal häkle ich dann noch ein oder zwei mehr Kettmaschen, weil ich finde, das sieht dann ganz schick aus.
Und dann können wir das Garn abschneiden. Und dann ziehen wir das Garn durch die letzte Schlinge hindurch und nehmen unsere Wollnadel und vernähen das Garn schön im Schürchen, damit man es nicht mehr sehen kann. Und dann können wir es auch abschneiden und dann ist unser Schürchen fertig. Und ein schönes Schleifchen hier und dann haben wir natürlich noch ein Schürchen, damit die Puppe auch zwei Schürchen hat. Vielen Dank, dass du mit mir zusammen gehäkelt hast. Wenn du die anderen Puppenschürchen auch noch häkeln möchtest, die Videos sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und auch die Videoserie für Anfänger ist auch nochmal unten verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.